Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3 Part 34. Und wir waren gerade hier bei unseren Freunden und wir mussten hier ganz oben auf den Berg hoch. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn ich da hochgehe. Aber erstmal die Kiste aufmache, die habe ich zwar im letzten Part schon aufgemacht, aber die sind halt wieder hergekommen, aus welchem Grund auch immer. Okay, dann gehe ich mal auf den Berg und zwar mit dem hier. Kommt ihr mit? Ich will nicht alleine da hoch. Ich muss voll alleine hoch, oder wie sehe ich das gerade? Wow. Yeah. Oh shit. Geile Sache. Yeah. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hochzuklettern. Was machen wir jetzt? Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt's einen sichereren Weg. Okay, ja, ich muss mich mal wieder umschauen. Okay, so wechselt man schnell die Richtung mit L2, alles klar. Und, okay. Komm schon. Wow. Oh, shit. Heilige. Oh, Alter, ganz ruhig, Isaac. Ganz ruhig. Warum ist das hier alles so, brüchig oder so? So bröcklig. Okay, ich hab's gleich geschafft. Ganz ruhig, Daniel. Es sei denn, jetzt kommt ein Necromorph. Yeah. Cool. Ich bin oben. Und hier ist kein Necromorph. Yeah. Okay, jetzt muss ich... Achso, ich muss noch weiter hoch. Oh, scheiße. Okay, naja. Okay, alles wird gut. Alles wird gut. Ich hoffe mal, dass da oben, dass ganz oben auf der Spitze des Berges eine normale Stimmung herrscht, aber ich vermute halt mal stark nicht. Wow, Alter. Okay. Ganz ruhig, Daniel. Komm, Isaac, das schaffst du. Oh nein, da löst sich schon wieder was. Oh. Das war knapp. Und der Brocke da vor mir, ich glaube, der löst sich auch. Ja, das war so klar. Alter. Wow, seht ihr die Eiszapfen? Die sind sehr lang. Komm schon, Isaac, du hast gleich geschafft. Komm schon. Yeah. Alter, wie das geil aussieht. Leute, guckt euch das an. Das sieht schon wieder so abgrundtief geil aus. Also, das ist schon wieder einfach nur göttlich. Und ich bin sehr weit oben. Ich sehe gar nicht mehr runter, weil da so ein Schneesturm ist. Aber okay. Der längste Eiszapfen, den ich jemals gesehen habe. Okay. Dahinter liegt nichts mehr, oder? Nein. Okay, dann laufe ich mal dahinter, weil ich denke mal, da muss ich hindere. Ja. Okay, ich bin noch nicht auf der Spitze des Berges, glaube ich. Ali, komm schon. Norton hat mich mit einer Waffe bedroht. Es tut mir leid. Macht's das etwa besser? Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast es sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Naja, Norton ist tot, weil jemand ist bei ihm genauso gemacht. Und zack, jetzt bin ich wieder schuld. Immer die Männer sind schuld und die Frauen, die hier nie schuld. Das ist immer so. Nichts gegen die Frauen, aber... Es ist halt so. Oder meistens. Zumindest oft. Immer bin ich schuld. Immer der Isaac. Was habe ich getan? Ich will doch auch hier weg. Ich will hier nicht bleiben. Ich hasse den Planet. Aber guckt euch das mal an. Also hier will ich ganz ehrlich nicht laufen. Wenn hier mal was wegbricht wie vorher, dann heißt's hasta la vista, Baby. Weil dann ist man weg vom Fenster. Okay, bis jetzt ist alles ruhig. Aber wie lange? Okay, hier ist so ein komisches Modul. Ich denke mal, das muss ich drücken. Und dahinter ist ein Zelt. What the fuck? Oh nein. Oh nein, das sind tote Menschen. Das heißt gar nichts Gutes. Oh nein. Eine Leiter. Hey, bleib draußen. Okay, gut. Oh nein, ich habe Angst, da hochzugehen, Leute. Ich habe echt Angst. Oh fuck. Der lebt hundertprozentig. Alter, guckt euch das an, wie das geil aussieht. Wo muss ich lang? Nach links. Okay, aber ich laufe erstmal geradeaus. Oh shit.
Was macht das so? Was macht das so? Irgendwas macht da Geräusche. Aber was? Ich hab grad voll Panik, Leute. Da gehe ich gerade hintere. Ich hab nämlich gerade voll scheiße Angst, Alter. Oh doch, ich guck mal. Hallo? Irgendwas macht da wie so eine Spitzhacke. Ist es da oben oder? Ich hab grad... Oh Leute, Mann, ich hasse diesen Ort. Ich hasse ihn jetzt schon. Da kommt bestimmt gleich was um die Ecke. Ich weiß es. Da liegt was. Irgend so ein Waffenteil. Ist mir jetzt auch relativ egal. Kompakter Standardrahmen. Oh, scheiße. What the fuck? Seht ihr das? Also ich denke mal schon. Und das macht mir gerade leicht Angst. Hallo? Oh nein! Geh weg von mir! Ah! Ich habe keine Heilung mehr! Ich bin tot! Fuck yeah, ich bin tot. Yeah, fuck yeah. Das, genau das habe ich forket. Ich sterbe. Oh nee, Alter. Ach, Leute, ich sprühe kurz vor bis zu der Szene. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute. Alter, ich bin wieder da und ich habe schon wieder tausende Schocks gekriegt. Alter. Wie viel da gerade kam? Das ist ja nicht mehr normal. Ich muss nach links. Aber ich gucke erstmal kurz, was hier so los ist. Da hat da irgendwo dran rumgeschlagen an dem Fels hier. Ist der krank, Alter? Menschenskinder. Oh, fuck. Okay. Yeah, Heilung, das kann ich sehr gut brauchen, Gott sei Dank. Alter, was ist da los, ey? Wer, da will ich gar... Oh doch, da ist was. Yeah, Heilung, oh Gott sei Dank. Das sieht man, das lohnt sich wirklich mal hier rumzulaufen und die Sache einzusammeln. Okay. Oh scheiße, hier kommt bestimmt gleich schon wieder was. Ich hab voll... Oh! Du scheiß Viech! Ich hasse dich jetzt schon. Okay. Oh Mann, ich hasse diese Höhle. Warum eine Höhle, Alter? Ich hasse Höhlen. Ich hasse sie abgrundtief. Hier ist eine Spitzhacke. Ich muss da lang, oder? Ja, einfach nur raus hier. Oh, es speichert, Alter. Gott sei Dank. Okay, wo bin ich hier? Wow, das sieht ja mal wieder recht geil aus. Also die Lichteffekte in Dead Space 3, die sind phänomenal. Die sind wirklich einzigartig. Da kann man nichts dazu sagen. Also nichts Schlechtes. Einfach nur einzigartig. Hier geht's sehr weit runter und ich würde da gar nicht so an den Rand stehen, wenn ich in echt als stehen würde. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn. Kommen Sie, Ellie. What the fuck? Wen sehen Sie, oder was? Ja, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall das Ding hier lösen. Und wie soll ich das machen? Ach so, hier, haha. Okay, ganz ruhig, Daniel. Ganz ruhig. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Ellie? Oh Gott! Vorsicht, Center!
hinter mich! Ah, Scheiße! Versuchen wir zu verjagen! Ellie! Scheiße! Oh nein, okay, Ziel hinzugefügt, die werden Angriffe, verdammt. Dieser Aufzug sieht zwar instabil aus, aber er ist möglicherweise der Ziel, der einzige Weg, Ellie und Santos zur Forschungseinrichtung zu bringen. Die Steuerung für diesen Aufzug muss irgendwo in der Nähe sein. Oh, okay, aber erstmal hole ich das Zeug und jetzt kommen wahrscheinlich gleich wieder Necromorphs, deswegen, ich habe schon wieder Angst. Okay, wo muss ich lang? Warum ist hier jetzt schon wieder alles so dunkel? Hier ist alles dunkel, ich sehe das nicht ein. Kommt her, Necromorphs, ich warte. Nein, eine Höhle, nicht schon wieder eine Höhle. Okay, ich muss da... Was zum Henker? Oh nein! Ist das hinter mir? Was geht da ab? What the fuck? Lol. Die sind ja dumm wie Scheiße. Oh fucker! Hilfe! Oh mein Gott! Was soll der Scheiß? Du ekliges Spitzhackenviech, geh weg von mir! Alter! Oh nein! Da war noch eins! Ah, fuck, was zum Henker? Oh nein, das Viech hinter mir. Ach, das ist tot. Okay. Oh, shit, Alter, ich heil mich mal. Hat hier niemand Heilung von euch? Ich glaube, ihr spinnt. Oh Mann, nirgends Heilung. Ich glaube, ich spinne. Wie soll ich das schaffen? Das ist ja unfair. Was will ich mit Somatgel? Ich weiß nicht mal, was es ist. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh nee, Alter, ich will da nicht rein. Guckt euch das an, einfach nur geil. Leute, ich werde den Part beenden. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, bevor ich in die gruselige Höhle reingehe. Okay, dann sage ich mal, bis zum nächsten Part, bis zu Part 35. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.